Pinocchio ist eine zeitlose Geschichte, in der aus einem unscheinbaren Eichenholzstück ein gehender, sprechender, hölzerner Junge entsteht. Abgesehen davon, dass es sich um eine magische, lebende Puppe handelt, die nur ein richtiger Junge sein will, ist die verräterische Nase Pinocchios die Eigenschaft, an die sich jeder in dieser klassischen Kindergeschichte erinnert. Wenn der gute alte Pinocchio die Wahrheit sagt, bleibt seine Nase kurz, aber wenn er lügt, wächst und wächst sie und keine Axt kann sie aufhalten. Das macht es Pinocchio offensichtlich ein wenig schwer, etwas anderes als die Wahrheit zu sagen. Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Klar, manchmal kann er seine Nase zu seinem Vorteil gebrauchen, um etwas weit Entferntes zu erreichen, aber meistens ist es für die lebhafte Marionette eher unangenehm. Ich frage mich, wie es wohl wäre, wenn der Rest von uns wie Pinocchio wäre. Wie wäre unser Leben, wenn wir nicht lügen könnten? Nicht einmal eine Notlüge, wenn jemand fragt, ob dir seine dumme Frisur gefällt. Wäre die Welt ein besserer Ort voller Frieden und Verständnis, oder würden wir uns gegenseitig in Stücke reißen? Schau dir den Rest des Videos an, um das herauszufinden. Es besteht kein Zweifel, das Leben ohne Lügen wäre verdammt hart. Die meisten Menschen schaffen nicht mal einen Tag, ohne mindestens einmal zu flunkern. Ein ganzes Leben klingt wie Folter. Wir Menschen sind produktive Lügner. Um es einfach auszudrücken, wir lügen die ganze Zeit. Männer sind tendenziell häufiger Lügner als Frauen, wobei ein durchschnittlicher Mann im Durchschnitt knapp 1100 Lügen pro Jahr erzählt und Frauen sich mit etwa 730 Lügen pro Jahr behaupten. Seien wir ehrlich, manchmal scheinen wir uns einfach nicht helfen zu können und dafür gibt es einen wirklich guten Grund. Das Lügen existiert immer noch, weil es eine wichtige evolutionäre Rolle für unser Überleben als Spezies spielt. Das Überleben des Stärkeren mag ein romantisches Konzept sein, aber die Natur hat uns immer wieder gezeigt, dass Hinterhältigkeit funktionieren kann. Es funktioniert sogar so gut, dass die Menschheit mit der Unehrlichkeit nicht allein ist. Auch andere Mitglieder des Tierreichs lügen, zum Beispiel das Opossum. Sie haben die Lüge zur Überlebensstrategie gemacht und da sind sie nicht die einzigen. Blue Jays machen Geräusche, die wie ein Falke klingen, um andere Vögel von einem Vogelfutterhäuschen zu verscheuchen. Eichhörnchen tun oft so, als würden sie an einer bestimmten Stelle Nüsse vergraben, wenn sie glauben, dass ein anderes Eichhörnchen zuschaut und huschen dann davon, um sie woanders zu verstecken. Der berühmte Gorilla Coco brach sogar einmal versehentlich das Waschbecken im Gehege aus der Wand und als ihre Pfleger sie fragten, was zum Teufel passiert sei, sagte sie mit Zeichensprache, die Katze war's. Okay, vielleicht sind also einige Tiere bessere Lügner als andere, aber all dieses Verbiegen der Wahrheit ist ein positiver Beweis für eine sehr wichtige Tatsache. Lügen ist ein wesentlicher Bestandteil der Funktionalität unserer Gesellschaft. Ein Paradebeispiel dafür sind unsere, sagen wir, romantischen Begegnungen. Es kann selbst für die stabilsten Paare schwierig sein, eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Sie können perfekt zusammenpassen und trotzdem klappt es nicht. Tatsächlich ergab eine Studie aus dem Jahr 2017, dass in einem Drittel aller teilnehmenden Ehe beide Partner zugaben, untreu gewesen zu sein. In den Fällen, in denen nur ein Ehepartner sich verirrt hatte, gaben 22% der Männer und 14% der Frauen zu, dass sie ihre Lebensgefährte betrogen hatten. Fairerweise muss man sagen, dass die menschliche Rasse nicht unbedingt natürlich monogam ist und es gibt genügend Beweise dafür, dass es unseren Vorfahren mehr um freie Liebe als um Treue ging. Denn wenn eine Frau mit möglichst vielen Männern ihres Stammes Geschlechtsverkehr hatte, war es viel wahrscheinlicher, dass jeder einzelne von ihnen beim Schutz der Nachkommen kooperierte. Aber heutzutage ist die Idee des Betrügens typischerweise eine Burg, die auf einem Fundament aus Lügen errichtet wurde. Im Grunde genommen kann man untreu sein, müsste seinem Partner dann aber davon erzählen. Abhängig vom Partner könnte das ein Game Over sein. Wenn man sich das vor Augen hält, ist es nicht gerade weit hergeholt zu sagen, dass ohne die Fähigkeit zu lügen die Scheidungsrate drastisch ansteigen würde. Bis zu 1,5-mal so hoch wie im aktuellen Trend. Zumindest kannst du deinen Job behalten und dich selbst versorgen, oder? Du kannst den Job vielleicht behalten, aber das geht auch nur, wenn du den Job überhaupt bekommen hast. Experten schätzen, dass bis zu 85% aller Menschen auf ihrem Lebenslauf lügen, um sich selbst als besser geeignet für den Job erscheinen zu lassen. Diese Beschönigung der Wahrheit sind meist harmlose Kleinigkeiten, wie zum Beispiel zielorientiert oder organisiert zu sein. Aber sie kann dazu führen, dass man Dinge hinzufügt, von denen man nicht die geringste Ahnung hat, wie man sie tun soll. In einer Welt, in der niemand lügen kann, wird jeder Lebenslauf ein ehrlicher sein. Vielleicht bist du kein schlechter Arbeiter, du kannst lernen und du kannst die Arbeit erledigen, aber du bist irgendwie faul und hast wirklich keine Ahnung, wie du die Aufgabe erfüllen sollst, die ein Arbeitgeber sucht. Ich hasse es, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein, aber wenn du nicht lügen kannst, dann wird genau das in deinem Lebenslauf stehen. Und Fragen im Vorstellungsgespräch? Vergiss es! Warum glauben Sie, dass Sie gut für den Job geeignet sind? Nun, ich mag es wirklich nicht, obdachlos und hungrig zu sein und Sie haben Geld, also lassen Sie mich arbeiten. Ja, das kommt bestimmt gut an. Wobei, vielleicht würde es das ja sogar, wer weiß.
Ganz klar, wie Pinocchio in dem Film Shrek sind wir wahrscheinlich alle ziemlich gut darin, die Wahrheit so zu verkomplizieren, dass sie unverständlich wird. Aber selbst das wäre ein sicheres Zeichen dafür, dass du die Frage nicht beantworten wolltest und das wäre wahrscheinlich Antwort genug für einen Interviewer. Daran führt kein Weg vorbei. Wenn du nicht lügen kannst, wäre es praktisch unmöglich, eine Arbeit zu bekommen. Aber sehen wir es positiv, man könnte auch nie fälschlicherweise inhaftiert werden. Da niemand lügen kann, würde unser Justizsystem völlig neu gestaltet werden. Es ist irgendwie schwer, das Motto unschuldig bis zum Beweis der Schuld zu haben, wenn man jemanden nur fragen muss, ob er ein Juweliergeschäft ausgeraubt hat und wenn er Nein gesagt hat, hat er es nicht getan. Wenn er Ja sagt, dann sperrt man ihn ein. Ganz einfach. Eine Studie aus dem Jahr 2015 ergab, dass 1% der Menschen in Amerika für ein Verbrechen verurteilt werden, das sie nicht begangen haben. Das scheint nicht viel zu sein, aber wenn man die schiere Bevölkerungsanzahl betrachtet, sind es über 20.000 Menschen. Das sind viele Leben, die betroffen sind. Einige wurden sicherlich ruiniert. Das würde in einer Welt ohne Lügen aufhören. Sicher, es gäbe wahrscheinlich immer noch gelegentlich Koma-Patienten oder einen toten Verdächtigen, der die Schuld auf etwas auf sich nimmt, da er seine Unschuld nicht ausdrücken kann, aber die wirkliche Partei könnte sich immer noch melden. Die Kriminalität insgesamt wäre auf einem historischen Tiefstand. In der heutigen Welt gibt es etwa 450 Millionen Verbrechen pro Jahr, 200.000 pro Stunde weltweit. Abgesehen von den Verbrechen, die das Ergebnis von Impulskontrollproblemen sind, beruht die große Mehrheit der Kriminalität auf dem Grundprinzip, nicht erwischt zu werden. Alles, was jemand tun muss, ist zu fragen, ob du es getan hast und das war's, es ist vorbei. Die meisten Menschen würden es sich zweimal überlegen, ob sie das Gesetz brechen, wenn sie wüssten, dass sie den Preis dafür bezahlen würden. Wie das Sprichwort sagt, wenn du die Zeit nicht absitzen kannst, begehe das Verbrechen nicht. Also gut, im Grunde genommen ist es eine Welt, in der niemand lügen kann, in der es keine Beziehungen gibt, in der es schwer ist, einen Job zu bekommen und in der man nicht einmal klauen kann, aber man könnte wenigstens auf dem neuesten Stand des Promi-Klatsches bleiben. Vielleicht, wenn es überhaupt noch Berühmtheiten gibt. Jeder hat einen Lieblingsschauspieler, aber lügt die Schauspielerei nicht technisch gesehen für Geld? Also doch keine Schauspieler? Außerdem wären die Musiker gezwungen, entweder ihre eigenen Songs zu schreiben oder damit zu werben, dass sie das nicht können. Selbst wenn wir die Schauspielerei nur als eine lustige Scheinvorstellung statt als ein echtes Leben betrachten würden, wären all die Interviews mit Captain America und This Is Us, die du auf YouTube gesehen hast, ganz anders. Sie würden wahrscheinlich in etwa so ablaufen. Also, was haben Sie mit Ihrem Charakter gemeinsam? Nun, nichts, Herr Interviewer, da ich nur eine Figur spiele, bin ich kein Held. Ich bin ziemlich egoistisch. Das ruiniert irgendwie die Magie, oder nicht? Außerdem müssten Gerüchte über Berühmtheiten wahr sein und wenn man die Boulevardblätter liest und weiß, dass alles wahr ist, würde das den ganzen Spaß zunichte machen. Das Positive daran ist, dass auch über dich keine Gerüchte entstehen könnten. Die Tatsache, dass Kinder ihre Lehrer nicht mehr anlügen können, würde auch bedeuten, dass es einen bemerkenswerten Rückgang des Mobbings an Schulen und keine Betrügereien bei Tests mehr gäbe. Die akademischen Leistungen würden sich komplett verändern. Kein Verhandeln mehr auf dem Weg zurück ins Team, ohne dass alle anderen davon wissen. Kein Einbruch in das Büro des Rektors mehr, um Antworten auf die Prüfungsfragen zu finden. Stell dir das vor, eine Welt, in der sich jeder tatsächlich anstrengen muss. Aber der bei weitem beste Teil einer Welt mit voller Transparenz ist eine völlig ehrliche Regierung. Ich lasse das einen Moment einsinken. Ehrliche Politiker, keine Lüge, keine Verschwörung. Wenn also ein Politiker ein unanfechtbarer Scheißhaufen ist, dann kann er es nicht leugnen. Ein Leben ohne Lügen würde die Politiker der Welt dazu zwingen, tatsächlich das zu tun, was sie gesagt haben und uns zu sagen, ob etwas weniger Seriöses vor sich geht. Der Wahlkampf wäre ein ganz neues Spiel, wenn die Kandidaten nichts versprechen könnten, was sie nicht zu halten beabsichtigen. Das bedeutet nicht, dass jede Regierung wirklich moralisch einwandfrei wäre. Sie könnte immer noch schlechte Dinge tun und uns einfach sagen, dass es so war. Ich frage mich, ob wir endlich erfahren würden, ob es sich in Roswell tatsächlich um Außerirdische oder um die Invasion der Echsenmenschen handelt. Das wäre cool. Abschließend möchte ich sagen, ein Leben ohne Lügen wäre trotz einiger offensichtlicher Pluspunkte eine totale Katastrophe. Wenn dich jemand fragt, ob dir seine neue Frisur gefällt und dir gefällt sie nicht, müsstest du es ihm sagen. Auf diese Weise schließen wir keine Freundschaften. Wenn du ein Verbrechen begehst und erwischt wirst, könntest du es nicht leugnen. Wir würden alle als einsame, elende, arbeitslose alte Fürze enden, ohne Boulevardblätter und mit einer langen Feindesliste. Was denkst du also? Hast du ein besseres Verständnis dafür gewonnen, was passieren würde, wenn wir nicht lügen könnten? Glaubst du wirklich, das Leben wäre besser? Wenn dir dieses Video gefallen hat, warum nicht unseren Kanal abonnieren? Klicke auch auf die Glocke, damit du mit größerer Wahrscheinlichkeit über unsere Top-Antworten auf deine brennenden Fragen informiert wirst. Wenn du Fragen hast, die du beantwortet haben möchtest, teile mir dies bitte im Kommentarbereich unten mit. Sieh dir auch diese Videos hier an, um dein Hirn weiterhin mit unglaublichem Wissen zu füllen. Sie sind krass.